Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Ranch Simulator. Ja, wir gucken mal jetzt, was haben wir denn? Da kommt die ganzen Hühner raus, guck mal da. Ich schon sehe, die ganzen garstigen Biester. Brutalos. Wie so eine Einheit kommt die raus, guck mal. Oh. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt von Konki. Konki, wenn du die Folge mal guckst, jetzt kommt das Signal dazu. Nein. Werde ich nicht tun. Ich werde nicht aufnehmen. Ich werde nicht aufhören mit aufnehmen. Ich kann nicht. Ich kann nicht, Konki. Ich kann nicht. Sind das schon mehr als 20 hier? Das sind schon mehr als 20, oder? Gott. Da passen da auch nochmal 20 rein. Hier. Komm mal her, du. Du ziehst jetzt um. Du, wie so eine Einheit laufen die, Alter. Du ziehst auch mal um. Boah, ist die riesig hier. Das ist ja ein Brummer. Alter. Ich glaube, ich krieg mal noch einen Hahnenkorb hier, dass hier mal Eierchen kommen. Neues Leben und so, meine ich. Wobei, ich habe schon so viele hier drin. Schon gar nicht mehr wohin damit. Da haben wir ein Ei gefunden. Jetzt mein Ei. Mein Ei. So. Ja, dann müssen wir hier sauber machen. Und dann können wir hier auch Eier verkaufen. Gibt ja auch noch mal ein bisschen Kohle. Da hinten haben sie auch schon wieder alles voll gemacht. Das finde ich bei dem großen Teil tatsächlich besser. Mit der Schublade und so. Das ist viel cooler gelöst. Das Teil ist zwar cool, da können sie einiges so hoch und runter laufen, das ist ganz toll. Aber andere finde ich einfach besser gelöst. Aber die Küken werden auch schon größer hier. So, die Kacke seid ihr dann schon mal los. Das ist schön. Dann haben wir da noch hinten noch ein Ei. Wenigstens, dass ein paar Eier wegkommen hier. Ach, Huhn, musst du dich da direkt hinstellen, dass die da wieder neue hinlegen können. Ich glaube, der hat eine Macke. Hier, gehe hier drauf. Ich weiß ja nicht, ob der nicht mehr runterkommt oder so, und dann verhungern die mir. Du musst auf alles aufpassen. Du musst hier echt auf alles aufpassen. Das Ei sieht auch gut aus. Aber der Herr Bert, der Herr nicht dran. So, da. Oh, da unten. Unten geht's schon los. Hier. Ich bilde mir ein, in dem großen, weil das ist ja ihr Premium-Teil, in dem großen gibt es mehr Eier in Schubladen. Definitiv, da sind mehr Eier drin als hier. So. Keine Ahnung, wie viele Eier da noch reinpassen. Ja, geh mal weg. Du gehst mal auch weg. So. Dann haben wir das hier gleich leer. Und es ist so einigermaßen. Die unten, wie gesagt, lasse ich liegen. Da können neue rauskommen. Das ist ja egal. Das ist völlig irrelevant. Gut, wir nehmen den mal mit. Achso, das muss ich natürlich offen lassen. Vom Bad drin da wieder rein wollen. Weil die Kackhaufen. Wobei ja hier draußen ist es eigentlich egal, aber drinnen muss immer sauber sein. Na, wobei, jetzt sind es nicht so viele Eier. Die mal so viel legen würden wie die. Wie die fressen, die Kumpels. Das wäre gut. So. Da sind jetzt 3 drin. Ja. Könnte besser sein. Die Ausbeute könnte besser sein. Wir gucken auf die andere Seite auf jeden Fall noch.
Blöde Huhn kommt doch hier bestimmt nicht wieder raus. Mann, Huhn. Wo steckt ihr denn? Immer. Warum stecken die sich immer fest? Ich verstehe das nicht. So. Was haben wir hier drin? Zwei. Naja. Naja. Wir müssen ein paar Hühner mehr rein hier in den Stall. Wir sind auch nochmal drei drin. Der Korb ist echt bald voll. Und hier liegt auch nochmal eins. Das ist wie Ostern. Das ist wie Ostern hier. Findest du überall? Ach du Heilige. Warum? Ich. Guck mal hier, da liegen ganz nach Haufen rum. Damit ich die nicht finde, oder was? Das ist doch alles pure Absicht. Pure Absicht ist das. So, dann haben wir einiges an Eierchen gemacht hier. Guck mal, da unten liegen auch schon wieder so viele rum, aber die meisten sind alle schon. Da war überall schon der Hahn drauf. Gut, dann würde ich sagen, die verkaufen wir auch gleich mit. Dann verschwindet das. Und da liegt auch nochmal ein Ei. Au! Ja, ist ja gut. Okay, hab's ja verstanden. Mann! Akun. Gut, dass die so schnell wieder ablassen. Überleg mal, die würden dich die ganze Zeit verfolgen. Aber Kacke wegmachen darf ich, wa? Kacke wegmachen geht. Das geht. Das ist ein fettes Huhn hier. Das ist die Big Mama. Das ist die Big Mama bestimmt. Kann die Kacke nicht einfach mal despawnen oder so? Geht das nicht? Muss ich die wirklich immer wegmachen? So. Kackhaufen. Ist doch die Kacke nicht da, Mensch. Ja, das ist Ranch-Arbeit, ja. Die ich mir immer gewünscht habe. Das ist ja furchtbar. Ich wollte so viel kacken. Warum bleibt die liegen überhaupt? Genauso gruselig. Wenn die dich despawnen einfach. Das wäre sehr gut. So. Das ist noch weg. Okay, dann haben wir das zumindest. Dann haben wir die Hühner erstmal fertig. Erstmal. Und da ist es auch schon wieder fast leer da. Es ist leer. Oh Mann. Das sind wieder drei Stück. Wir müssen wieder nachkaufen. Das geht auch gar nicht anders. Ich frag das nicht. So. Das noch weg und das noch weg. Und jetzt geht bitte nicht. Los, Abmarsch. Ich weiß manchmal nicht, ob die festbacken oder so. Keine Ahnung. Ich find's gut, dass die immer wieder hier in ihre Hütte reingehen. Das ist schon geil. Wenn sie nicht den ganzen Tag draußen hängen. Wobei ich mir wünschen würde, dass die draußen dann eher immer so fressen gehen, wenn sie raus dürfen. Also sich nicht ständig hier am Rock bedienen, sondern wirklich auch Körner suchen oder so draußen. Oder Würmer oder ein Plan. So.
Gut. Dann ist das fertig. Dann nehmen wir uns mal. So, dann nehme ich mal den großen einmal wieder. Ist das der große eigentlich? Oder wo ist denn der große? Ah ne, der steht drin, ne? Den habe ich doch hier reingepackt. Irgendwo. Wo ist meine Kuh? Da. Zweimal am Tag, haben sie gesagt. Hast du wieder Milch für mich? Jawohl, Milch ist da. Jawohl, keine Milch mehr da. Gut. Dann gib mir den Eimer. Ist das Ding voll, ist du? Das ist. Sehr geil. Gut, weiß ich da auf jeden Fall schon mal Bescheid. Das ist schon fast wieder alle. Ja, klar, willst du wieder raus? Sind das jetzt hier die Bremer Stadtmusikanten? Oder wie hieß das? Geh mal runter jetzt von. Ah, geil. Was ist mit euch nicht richtig, ihr Getier? Und ihr sollt da in die da vorgesehenen Kästen die Eier legen und nicht einfach wild hier draußen. Ich glaube, die spawnen dann nämlich. So. Ich habe aber keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, da sind wir schon bei 12 Minuten hier. Oh Mann. Dieses Getier. Mich fertig. Gut, wir haben aber die Dings schon mal. Auch schon mal Milch entnommen. Das ist natürlich sehr gut. Sehr, sehr gut. Ach du Heilige. Wie viele Eier da unten schon wieder liegen jetzt? Und da oben unser Fleisch. Da oben liegt unser Fleisch. Ich werde die, wenn die richtig dicke sind, werde ich die erschießen müssen. Ich werde die rausnehmen aus dem Dings und dann erschießen. Weil das Problem ist, in der Scheune, wenn ich die da mache, da liegt ja ganze Fleisch da oben rum. Und wenn die ja selbst umfallen von alleine. Ja. Was soll ich sagen? Ist nicht so geil. Da komme ich. Doch, da komme ich ran. Guck mal. Das Fleisch kriege ich. Was sehen die noch? Oder so ein Brummer. Fetter Brummer. Fetter Fleischbrummer. Aber das da oben, da kriege ich nicht. Gut. Hier, komm mal. Du ziehst auch mal um. Und du, werte Dame, ziehst auch mal um. Gut, dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, wir machen schnell noch das Ding hier. Diesen Anbau. Anbau, Anbau. Komm mit. Weiß nicht, wie lange da jetzt noch reicht. Für den Anbau reicht es wahrscheinlich noch. Sprit muss ich dann auch wiederholen. Ich habe den Wagen erst mit dem Kanister wieder aufgetankt. Und das Ding braucht ja jetzt auch noch Sprit hier. Aber wie gesagt, verkaufen brauchst du damit ja gar nicht erst anfangen. Das ist Blödsinn. Du brauchst ewig für das Stapeln im Auto und das zu verkaufen. Das ist, ja. Glaube ich nicht so geil. Wirklich nicht. Das lohnt nicht. So, das müsste auch schon reichen.
Ja, das ist eh jetzt alle gleich. Ja. Hat auch keinen Sprit mehr. Gut, das ist aber egal. Aber cool finde ich auf jeden Fall, dass man die Scheune jetzt noch so upgraden kann. Das finde ich nice. Da könnt ihr gerne mehr machen davon. Das ist echt super. So. 3. So. Und so. Ach so, und ich zeige euch jetzt noch was anderes. Das wollte ich euch natürlich zeigen. Nicht, dass es ja heißt, hier hat er nicht gemacht. Der hat gesagt und hat aber nicht gemacht. Und kaka. Hasse ihn so sehr. Weil er mistig ist. So. Ich habe nämlich gesehen, als ich meinen Hammer hier genommen habe, da erschien da hinten nämlich was. Guck mal da. Wenn ich jetzt hier gucke, sehen wir einen Radioturm. Beschreibung. Der Turm erweitert die Reichweite des Funksignals. Für was? Für später vielleicht irgendwas? Baue ich. Was ist 250? Aber ja, dann haben wir was Neues gesehen. Wir haben jetzt so einen Radioturm. Für was das bringen, was das jetzt bringen soll, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ein blassen Schimmer. Wir werden sehen. Ach, hier liegen auch noch Bretter rum. Guck mal. 2 Stück. Ach, die nehmen wir doch gleich. Dann kommt einmal hier hin und kommt einmal dahin. Dann können wir hier wieder raus. So, 3 Bretter. Das Ding hier gebaut und es ist auch fertig hier. So. So. Und dann müssen wir nach oben. So. Springen. Juhu. Der mit dem Arm immer wackelt. Fertig. Enterich, was machst du hier drin? Ich hoffe für dich, dass du hier fressen und trinken kannst. Keine Ahnung, wie die überhaupt reinkommen, diese Hühner. Boah, das ist 21 Uhr. Der muss. Okay, das muss. Der muss gemacht werden. Der muss weg. Wir müssen das beobachten, indem wir dann sehen, ob deine Anzeige, deine Trinken- und Essensanzeige, ja, die geht runter. Guck mal. Der stirbt uns sonst weg und dann fliegt er wieder alles aufs Dach. Du musst mitkommen, mein Dicker, komm. Na komm. Komm. Was machst du da? Was macht der da? Ach Mann. Komm her hier, du. So. Wenn ich jetzt nochmal in der Nacht schlafe drüber, dann stirbt er mir weg, glaube ich. Weil der frisst auch nicht mehr. Der muss auch weg. Aber erstmal du. Nein, nicht da reingehen. Kommst jetzt her. Gut. Sag mal, kannst du dich nicht mehr bewegen oder was ist los? Ach, dieses Schwein. Komm jetzt. Ich habe keine Munition mehr. Ja, warte mal, ich nehme es mal noch mit.
Komm mal mit. Kann man sich nicht immer hier hinterfahren. Komm. Kann ihm ja schon leid tun, ne? Oder? Aber das geht nicht anders. Das stirbt mir eh. Das sehe ich schon. Boah. Ah, es tut mir echt leid. So, ich hoffe, das war jetzt. Ist jetzt auch wirklich genug Fleisch gewesen. Nicht, dass ich das jetzt zu früh getötet habe, aber nee, es dürfte eigentlich nicht. Fürchterlich, fürchterlich, das arme Schweinchen. Geht aber nicht anders. Geht nicht anders, geht nicht anders. So, dann haben wir den noch da irgendwo mit Messer platziert hin. Keine Ahnung. Und halt alles so Riesenstückchen. Naja, ist egal. Gut. Dann, ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier machen wir mal zu, dass die geschützt sind vor Fressfeinden. Und ja. Du kommst mal mit rein. Ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.